Hey und herzlich willkommen zu einem Let's Play Cube World. Cube World ist einfach nur ein Spiel, das ist ähnlich wie Minecraft, würde ich sagen. Also ähnlich wie Minecraft aufgebaut. Aber von der Art her doch ganz anders. Eher so ein Abenteuer-Game, wo man einfach durch die verschiedenen Länder reisen muss und, Abenteuer erleben muss. Das ist noch die Alpha-Version und wir starten einfach mal das Game. Da sind wir auch schon hier. Wir machen jetzt einen Charakter. Den nennen wir mal Torbog. Dann ich würde sagen, wir sind mal ein Untoter, oder? Männlich, Magier, das nehmen wir, jetzt kommt der Haircut. Das sieht doch gut aus. Create Character. So, wir erstellen noch eine neue Welt. Sieht 3758. Und der Name ist dann Intranet. So, Create World. Please wait. Na komm schon, Cube World. Lass mich jetzt nicht im Stich. Oh, es geht los. Lance of Cone. Wow, die Frisur gefällt mir nicht. So. Man sammelt die Sachen mit E auf. Und nein, mit dem Maus klicken, das ist schon mal nicht gut. Oh, das ist schon mal mit den Gegner oder die Sachen. Wir gucken mal, in welche Richtung wir gehen. Wir gehen nämlich am besten gleich zum ersten Dorf. Und das liegt in Richtung Nordost. Also da lang, am Hang des Berges lang. Hoffen wir mal, dass wir im Dorf noch irgendwelche, keine Ahnung, Einheitszeugs oder sowas fahren können, damit wir auch schon was verkaufen können, damit wir uns etwas für unser Tier kaufen können. Ich höre jetzt auch schon die Vogelgeräusche. Ich bin froh, dass wir in so einem ganz normalen Land wie diesen starten oder hier im Ozean oder so. Oh, eine Katze. Katzen sind friedlich, aber wir bleiben sie trotzdem. Und die sind ordentlich leben, muss ich sagen. Ja, dann können wir uns verkaufen. So, mit Kuh heilen wir uns. Mit Kuh können wir nämlich unseren Säubertrank trinken, wenn es unser Säubertrank ist. Wir haben jetzt getrunken und da hinten sehe ich auch schon das Dorf. Hätte ich mich jetzt auch schlafen legen können, da wäre ich auch regeneriert. Das war nicht gut. Oh, das sind keine Feinde. Gut, das ist keine Feinde, sonst wären wir jetzt, glaube ich, tot gewesen. Was übrigens passiert, wenn man tot ist, man respawnt, man behält seine Sachen. Von daher, wir sind jetzt auch nicht so dramatisch gewesen.
Aber nein, wenn man in der ersten Folge seinen Tod vermeiden kann, ist schon ganz gut. Sag ich mal. Alles gesammelt. Oh Gott, wir werden angegriffen. Oh Gott, es sind gleich zwei. Das. Gut, wir sind tot. Aber wie gesagt, das ist ja kein Problem. Wir respawnen und wir haben alle unsere Sachen. Immer nur. Man kriegt Heilschaden, aber nur geringen. Das ist ein bisschen doof, dass wir gestorben sind, aber ich habe die auch gar nicht bemerkt, deswegen nehme ich es jetzt mal nicht so ernst. So, in diesen Städten gibt es mal mehrere Distrikte, die mich interessiert, weil ich immer der Trade District, damit ich Sachen verkaufen und kaufen kann. Ich bin auf dem Marktplatz. Wo sind denn? Wo ist denn der Shop mit der Flasche? Ja? Das war kurz meine Schwester. So, was können wir denn kaufen? Unser macht gerade 8, der macht. Ja, wir haben keine Coins, sonst. Nein, jetzt komm schon. So. So, und dann schauen wir, wo man sich Essen für seine späteren Tiere kaufen kann. Und dann müssen wir die Folge auch leider schon beenden. Wie die Zeit vergeht. Ich habe noch diesen Job. Ach, da haben wir ihn schon. So. Ich kaufe uns auch ein paar Glasflaschen. Sehr schön. Also noch was. So, wir müssen hier noch kurz was zum Dorf raus. Ich will noch kurz was gucken. Vielleicht noch irgendwo ein Hotel?
Oh Mann, der ist lieb. Ein netter Frogman. Ich bin ja gerne mal angegriffen. Keine Terrier? Nee. Schade. Ich will mal ganz kurz ins Dorf kommen. Schon mal eine Hart, wenn die Herzen mal eingesammelt, das ist gut. Ja, Taria. Wir haben ein Haustier, ja. In der ersten Folge schon. Das ist ja schön. So, mit dem Anblick beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.